Hallo Leute, ich habe ein Paket von Calvin bekommen. Das ist von Calvin. Wenn ihr zu Calvins Kanal wollt, dann müsst ihr hier klicken. Also hier klicken für Calvins Kanal. Dann gucke ich mal, was er alles geschickt hat. Das erste, was mir auffällt, ist ein Lüfter. Lüfter ist toll. 12 Volt, 0,12 Ampere. Aber ich denke, so einen habe ich doch schon zum Bedini umgebaut. Und zwar der hier. Ich glaube, das ist sogar dasselbe. Wenn ich mir den anschaue und die beiden nebeneinander, die beiden übereinander, dann ist es irgendwie dasselbe. Oder fast dasselbe. Der so, der so. Vielleicht ist er auch ein bisschen besser. Finde ich wow. Calvin hat denselben Lüfter wie ich. Finde ich toll. Ist echt der gleiche Lüfter. Okay, toll. Dann weiter. Ein Motor. Der Motor, der hat ziemlich dicke Wicklungen. Sehr dicke Wicklungen. Ich weiß nicht, ob man es da sieht. Ich glaube, ein bisschen sieht man es. Es sind verdammt dicke Wicklungen. Das heißt, der muss sehr, sehr schnell drehen. Und ich glaube, die sind sogar noch doppelt genommen, wie es aussieht hier. Das ist Wahnsinn. Echt verdammt dicke Wicklungen. Hat Kohlebürsten. Da sieht man die Kohlebürsten, wie sie da schleifen am Kollektor. Der ist neu und dürfte eine irre Drehzahl haben. Jo. Ist wow. Ah, rot markiert ist wohl plus, das andere wäre minus. Okay. Dann geht's weiter. Das hier müsste das Carbon. Ja, das müsste das Kaliumcarbonat. Nein, Calciumcarbonat sein. So. Das gucke ich dann an. Dann hier was ganz Tolles. Das ist ein Alarmkondensator. Das ist der Kondensator mit den 200 Volt gehen. Wow, oben schön mit Heißkleber fest. Den muss ich ausprobieren. Unbedingt. Okay, dann geht's weiter. Eine Tüte mit kleineren Teilen. Ah, da ist nochmal ein Kondensator. Ein WLAN-Stick. Ich mache den mal auf. USB-Charging-Adapter für iPad. Okay, mache ich mal die Tüte auf. Ich tue das Ganze mal raus hier. Ups. Okay. Ah, das ist was Interessantes. GPS 7, GPS 75, eine GPS-Antenne, ein GPS-Modul. Ja, Masse. Und hier, es sieht aus, wie wenn es nur die GPS-Antenne wäre. Hat man da irgendwelche Anschlusspins noch? Ich glaube, das ist nur die reine GPS-Antenne, ohne Elektronik oder so. Und ich habe hier echt nur Masse und Mitte den Antennenpin. Also für komplett GPS-Modul würde ich noch was fehlen. Mal schauen, vielleicht ist da noch was dabei. Dann hier noch ein Kondensator. Das ist echt wow. Schön eingepackt. Und zwei Pins. Dann geht's weiter. Das ist eine Buchse für große Stecker, ich glaube für Audiostecker. Ist auch toll. Dann hier ein Transistor BD246B. Ich denke mal, der kann sehr viel Power, damit könnte man einen Bedini draus bauen oder so. Dann geht's weiter. Ein Kondensator. Der hat 16 Volt, 220 μF. Hier kann man es lesen. Dann noch ein Kondensator. Das ist einer von den Kondensatoren, so ähnlich. Hier habe ich schon ausgelötet. Auch ein 10 Volt, 220 μF. Super. Dann hier ist ein 7805, ein 5 Volt Festspannungsregler. Super. Dann noch ein. Noch etwas. Ah, da ist Minus markiert. Super. Ich denke, das ist ein Alko.
Ein selbstgebauter Öko. Wow. Okay, dann ein WLAN-Stick. Fritz WLAN. Das ist toll. Und hier Fritz USB-Stick-Treiber. Und ein Kondensator. Noch ein Öko. Der ist schon ein bisschen dick. Den kann ich zerlegen dann noch. So, das ist schon mal das erste. Und jetzt kommen wir zum ganz interessanten. Hier ist noch etwas und das ist ein iPod. Das ist wow. Das ist echt toll und echt wow. Jo, das ist der iPod, wo er den Akku getauscht hat. So, mal schauen, was noch drin ist. Ein Kabel. Schon, ob das rausgeht, muss ich rausnehmen. Das ist ein iPod. Ich denke mal, das müsste das USB-Ladekabel sein. Das ist aber lang. Genau, hier der Anschluss. Und hier USB-Stecker. Ich denke, das ist das USB-Ladekabel davon. So, da ist es jetzt. Ja, das war's dann. Also danke, Calvin, für die Sachen. Da hat sich noch ein kleiner Öko verirrt. So, danke für die Sachen. Also auf den iPod, da freue ich mich sehr. Habe ich endlich mal eine super tolle Audioquelle. Dann hier das Calciumcarbon. Das muss ich mal aufmachen. Nicht, dass sich der Druck gebildet hat. Ist aber echt super gut verpackt. Drück mal vom iPod besser weg. Dann den Motor. Muss ich mal ausprobieren. Lässt sich schön leicht drehen. Damit kann man alles Mögliche antreiben und die hat, denke ich mal, eine irre Drehzahl. Ja, und das ist der Kondensator, der 200 Volt macht. Das muss ich ausprobieren und mit Ostsee mal gucken, den Spannungspuls will ich sehen. Das ist dann